Moin! Gestern noch im Australia Zoo und heute sind wir hier in der Nähe von Gympie an einem Park, fahren eben gerade noch auf den Spielplatz. Ich fand das ganz interessant, wie viele Schildkröten man hier im Wasser gesehen hatte. Da luschert auch schon wieder die erste aus dem Wasser raus. Genau, wir haben heute nicht so viel geplant. Wir wollten nachher nochmal Richtung Supermarkt und noch ein paar kleine Geschenke holen für unsere Freunde, die wir hier haben und die uns auch schon empfangen hatten, wo wir schon zum Essen waren. Da wollten wir nochmal eine Kleinigkeit vorbeibringen. Und es gab hier auch eine Rückfrage, ob wir mal zeigen können, wie das hier mit dem Einkaufen ist, was es hier so für Lebensmittel gibt, was wir hier so kaufen. Da wollen wir euch auch einmal mitnehmen. Da gehen wir einmal durch den Woolworths durch, wo wir jetzt häufig immer eingekauft haben. Und gleichzeitig schauen wir auch nochmal, ob wir nochmal bei einem Aldi vorbeikommen. Mit dem Vergleich zwischen deutschen und australischem Aldi. Ansonsten genau, ist für heute sonst nichts viel weiter geplant. Dann schauen wir mal einfach, was der Tag so hergibt. Die Kinder von unseren Freunden, wo wir übernachten, die sind alle quasi in der Schule, beziehungsweise die mit zwei Jüngsten sind heute im Kindergarten gestartet. Und morgen ist ja auch noch Australia Day hier. Mal schauen, was wir da so machen. Wir sind auf jeden Fall morgen auch mal wieder wo eingeladen und ein bisschen unterwegs. Morgen ist dann auch unser ganzer letzter Tag hier oben in Gympie, bevor wir da uns dann am Freitag wieder auf den Rückweg machen. Und zwar treten wir dann den Rückweg Richtung Brisbane wieder an und werden dann auch von Brisbane aus wieder weiterfliegen. Nicht direkt morgen, sondern halt erst später. Wir haben noch ein paar Tage in Brisbane und geben da aber auch auf jeden Fall direkt am Freitag schon unseren Mietwagen ab. Genau, wir melden uns später wieder. So, ihr wolltet ja mal mit zu einem Woolworths. Von daher starte ich jetzt hier einfach mal den Rundgang. Ich werde zwischendurch jetzt nicht so viel quatschen. Dann nehme ich mal einfach so ein bisschen mit durch die Gänge durch. Also Brotbereich, hier haben wir ganz viel Gebäckwaren, Obstbereich, wie man das sonst auch kennt. Hier gibt es ja noch Fleisch und Fisch an der Theke. Dann schauen wir mal weiter. Aufgrund des Australia Days ist hier auch schon einiges ziemlich leer gekauft. Wir brauchen zum Glück erstmal jetzt gerade nicht so viel, sonst müssen wir später mal schauen, was wir hier noch so kriegen. Genau, Gänge sind alle nummeriert mit entsprechenden Hinweisen, was es dort alles gibt. Es ist letztendlich ja auch nicht groß viel anders als in anderen Supermärkten halt auch. Ganz oft Deals angekündigt, Specials. Es gibt dann auch die Notpreisvarianten. So ein Garlic Bread kostet denn hier aber auch mal 4,50. So eine Nudelpackung Tortellini, 9 Dollar. Fleisch ist hier auch vor allem sehr teuer. Können wir da mal schauen. Bin glaube ich schon dran vorbei. Yep. Ja, geht gerade. Ein Special. 2 Packungen Würstchen, 2 für 12. Das ist ganz okay. Grillspieße $7, Burgerfleisch 2 für 15. Hackfleisch, lassen wir das schauen, Beefmince, reines Rinderhack, eine Packung $13 each für 1 Kilo. Das ist natürlich doch schon etwas teurer, als wir das vielleicht aus Deutschland kennen, wo wir vielleicht teilweise auch nur 2-3 Euro für eine Packung zahlen, oder je nachdem, was man für die Qualität hat, auch mal 6 Euro. Das gute Vegemite, das ist ja hier auch in Australien der große Renner. Naschen für den Großen, mal ganz wichtig, die guten Haribo. Genau, ich bin jetzt gerade gar nicht dabei, groß viel einzukaufen, weil wir eigentlich noch fast alles haben. Ein paar Blumen als Danke ist ja auch immer nicht verkehrt. Nutri-Grain, bestes Frühstück meiner Meinung nach, definitiv zu empfehlen, super lecker, gesund. Oh, wir können ja gerade mal für den Großen noch ein paar Trinkpäckchen mitnehmen. Das sind nur 3, hier haben wir schon 6. Apfelsaft. Zack. Apfelsaft. Jetzt weiter die etwas kleineren Wurstvarianten für Hunde. Dann haben wir hier Biscuits, Crackers. Ich schlende auch hier mal kurz durch. Ein bisschen gucken, was der Akku hier gerade mitmacht. Und natürlich unvorbereitet hier mit nur fast leerem Akku durchgelaufen. Gestartet. Kaffee überwiegend in Pulverform. Hier die Getränke. Hier gibt es immer kleine Packungen. Oder 24er Dosen. Wasser lohnt sich ja eigentlich nicht zu kaufen. Normales Leitungswasser ist ja super Qualität. Das kann man auf jeden Fall so trinken und kriegt man ja auch überall auch aufgefüllt. Anderes muss man dann halt selber wissen, ob man das braucht, möchte oder sonstiges. Hier mal ein Vergleich. Monster Energy kostet hier mal ein bisschen mehr. Okay. bin ich auf der Suche nach einer Sprite für Vivi. Aber ist hier gerade nicht mehr da. Sparkling Water, eine Flasche, kostet nur $1. Genau, Gewürze, ach ja, die guten Chips auch noch, ganz viel Nudel, dann Milch in Kanistern, immer entsprechenden Größen, kleiner gibt es ja eigentlich so gut wie nie. Food Wraps, Haushaltssachen gibt es hier auch, hinten kommt dann noch die ganze Tiefkühlabteilung. Snacks, medizinische Sachen, Haushaltssachen, Kindersachen, Hygieneprodukte, dann jetzt hier das Tiefkühlregal noch. Gibt es hier mal noch den Kassenbereich, entweder zum Abscannen lassen, oder mit großzügiger Unterhaltung, oder aber mit zum Selbstauschecken. Je nachdem, wie viel Zeit man dann halt entsprechend auch damit gebracht hat. Ich gehe mal zum Selfcheck. Die Kamera mache ich jetzt mal aus, wir nehmen jetzt 10 Minuten Zeit und Akku wird leer. Wir melden uns nochmal. Moin! Wir waren ja heute Vormittag in dem Lake Albert Park und nach dem bisschen Spielplatz dort oder Spielplatzzeit, die wir dort hatten, sind wir nochmal in den Mall gefahren. Ich wollte da das Video in Woolworths aufnehmen. Ich muss nachher mal gucken, wie gut das geworden ist oder ob wir das nochmal neu machen müssen, weil der Akku denn da schon zur Neige ging hier von der GoPro. Inzwischen haben wir den ein bisschen aufgeladen bei der Fahrt. Und genau, sind dann halt, nachdem wir in der Mall waren und auch der Große dort nochmal auf dem Spielplatz in der Mall spielen konnte, sind wir dann nochmal in die Stadt gefahren zu Mama D's Kitchen und hatten dort unser Lunch. Der Große hat dort ein Schläfchen gemacht und sind dann danach nochmal zu den Kaufmanns gefahren, haben dort nochmal was vorbeigebracht. Oh, ich sehe gerade hier ein bisschen dreckig, noch ein bisschen besser vielleicht. Und haben dort nochmal Blumen vorbeigebracht und nochmal Danke gesagt, dass die uns hier eingeladen hatten zum Dinner. Und sind hier jetzt quasi nochmal bei den Hausers. Genau, und wollten hier auch nochmal Danke sagen und haben hier auch nochmal Blumen vorbeigebracht. Die Kleine schläft hier gerade noch im Auto, deswegen bin ich hier noch im Auto, wenn Vivi mit dem Großen reingegangen ist. Und wie man hier hinten sieht, da donnert es nämlich auch schon wieder. Vielleicht sieht man es nicht so gut. Sieht hier eigentlich auf der Kamera freundlicher aus, als es irgendwie von hier aussieht. Genau, gestern gab es da auch nämlich nochmal ein größeres Gewitter, hat uns aber irgendwie nicht getroffen. Vivi steht oben am Balkon, schläft noch. Ja, nee, ich rede ja. Oh, da war wieder ein Donner. Nee, gut. Genau, und jetzt wollten wir hier nochmal kurz Danke sagen und dann fahren wir gleich wieder zurück zu den Cooks und werden dort nochmal ein bisschen Zeit verbringen, damit der Große nochmal mit den Kindern spielen kann. Die Kinder sollten eigentlich inzwischen auch alle zurück sein von der Schule und schauen, wie wir da den Abend verbringen und halt morgen verplanen. Wir sind ja morgen irgendwie zum Morning Tea eingeladen. Wir wissen gerade noch nicht so ganz, zu welcher Uhrzeit das sein soll, weil hier heißt ja auch Dinner irgendwie Afternoon Tea und gar nicht Dinner haben wir jetzt auch rausbekommen. Das heißt, wir müssen mal schauen, wann wir da morgen eingeladen sind. Wir glauben aber zum Vormittag. Da waren wir auch beim letzten Mal. Das ist eine Familie, die hat eine große Macadamia Farm. Und sind wir jetzt irgendwie auch nochmal eingeladen und wollten da vorbeischauen. Und das werden wir halt morgen Vormittag nochmal machen. Morgen haben wir hier auch so gut wie alle frei, weil ja Australia Day ist. Und mal schauen, was wir dann noch für den restlichen Tag geplant haben. Das sprechen wir vielleicht morgen dann nachher nochmal durch. Weil das ist dann auch der letzte ganze Tag. Und für den Freitag ist ja die Abreise eigentlich auch schon vor dem Mittag geplant. Weil wir ja dann nach Brisbane fahren, was irgendwie 3 Stunden sind, was ganz okay ist. Aber wir auch noch trotzdem einen Zwischenstopp machen wollten. Und genau, wir dann ja, nachdem wir bei der Unterkunft angekommen sind in Brisbane und alles ausgeladen haben, auch dann nochmal zum Flughafen fahren müssen, um den Mietwagen abzugeben. Von daher, genau, steht noch so ein bisschen was auf dem Plan. Nachdem wir jetzt ein paar etwas ruhigere Tage hatten, geht jetzt nochmal wieder voll los. Und wir nehmen natürlich weiterhin mit, was das Ganze angeht. Mal schauen, was morgen noch so zu tun ist. Und werden weiterhin davon berichten. Und auch heute Abend heißt es mal wieder ein bisschen was an den Vlogs arbeiten, dass ein bisschen was abgearbeitet wird. Der Upload ist nämlich auch aktuell nicht so hoch, deswegen werden keine neuen Videos hochgeladen. Da warten wir, bis wir in Brisbane sind und dann kommt da alles auf einmal. Genau. Und dann wird es nach und nach veröffentlicht. Also soweit von uns. Wir hören uns.